Ihnen einen schönen guten Tag und herzlich willkommen. Und an dieser Stelle geht ein ganz lieber Gruß nach Sachsen-Anhalt, denn da ist ja heute nochmal Feiertag, Dreikönigstag. Schön, dass Sie uns zuschauen. Und bei uns erwarten Sie heute diese Themen. Sie ziehen von Haustür zu Haustür, begrüßen das neue Jahr und segnen die Häuser mit den Buchstaben C plus M plus B. Die Sternsinger sind wieder unterwegs und sammeln nach guter Tradition im Sternsinger-Projekt Geld für Bedürftige. So auch in Pechau bei Magdeburg. Und dort hat sie heute meine Kollegin Isabel Hartung vor wenigen Minuten getroffen. Ja, so manche hat ja in diesen Tagen sehnsüchtig auf die Post gewartet, dass doch die Geschenke bitteschön noch vor Weihnachten geliefert werden. Das hat leider nicht überall geklappt. Bundeswirtschaftsminister Altmaier will jetzt über ein neues Postgesetz den Druck auf die Paketdienste erhöhen, in der Zustellung also noch zuverlässiger zu werden. Von der Wiege bis zur Bahre, Formulare, Formulare, so sagt ja der Volksmund. Und offenbar, da scheint sich an der guten deutschen Bürokratie auch im neuen Jahr nichts zu ändern. Seit Anfang des Jahres gibt's ja den Bon beim Bäcker, im Kiosk und auch sonst überall. Alle nervt's, aber trotzdem wird er weitergemacht. Es wird geregelt und gegängelt. Ja, und auch in der Landwirtschaft ist das so. Mit wie viel Auflagen, Anträgen und Kontrollen sich die Bauern wirklich abmühen müssen, wir haben uns das mal angeschaut. Bloß nicht zu sehr aufregen. Im neuen Jahr alles ruhiger angehen lassen. Diesen Vorsatz haben ja viele gefasst, denn Stress ist nicht gut. Stress schlägt aufs Herz und das kann schnell aus dem Takt geraten. In Sachsen sterben deutlich mehr Menschen an einem Herzinfarkt als in anderen Bundesländern. Nämlich 19% mehr. Soweit ein Bericht der Techniker Krankenkasse. Ja, und oft sterben die Patienten, bevor sie überhaupt behandelt werden können. Ja, und gut fürs Herz ist es ja morgens kalt zu duschen oder in Bewegung an der frischen Luft zu bleiben. Oder eben beides gleichzeitig, so wie gerade in Halle. Immer wieder erstaunen uns ja diejenigen, die im Winter bei ja so um die 0 Grad Celsius ins kühle Nass springen. Und in Halle ist es heute wieder soweit. Eisig wird es im Heidebad in Nietleben. Und für uns vor Ort ist unser Reporter Tino Wiemeyer. Da sind vor wenigen Minuten die ersten ins Wasser gegangen. Tino, da scheint ordentlich was los zu sein im Heidebad. Hi. Tja, dann nix wie rein mit dir. Vielen Dank, Tino Wiemeyer. So, und jetzt gibt's hier noch mehr Aktuelles vom Tage, kurz und kompakt. Ja, in diesen Tagen, da haben wir ja ein mildes Wetter, das fast schon an den Frühling denken lässt. Aber vor über 30 Jahren, da war das noch ganz anders. Wir schauen zurück auf den Katastrophenwinter zum Jahresanfang 1979. Und damals stand auch in den Tagebauen der Region alles auf Großeinsatz. Henry und Daniela Daute aus dem Geiseltal haben an ihrer Arbeit im Braunkohletagebau noch lebhafte Erinnerungen. Der Flughafen Leipzig-Halle wird mehr und mehr zum Rekordflughafen. Aber nicht bei den Passagieren, was ja manchen schmerzt, sondern bei der Fracht. Ende 2019 gab es Rekordmonate und Leipzig-Halle gehört heute schon zu den größten Frachtflughäfen der Welt. Eine großartige Geschichte, vor allem für die wichtigste Frau auf dem Flughafen. Beeindruckend. Ja, und die ganze Dokumentation LEJ exklusiv der Flughafen Leipzig-Halle sehen Sie heute Abend 22.35 Uhr hier im MDR oder eben dann in der Mediathek. Ja, im Februar beginnt ja in Dessau wieder das Kurt-Weil-Fest. Das Motto ist diesmal: Was sind Grenzen? Und fast 30 Jahre nach der deutschen Wiedervereinigung und in Zeiten, in denen Grenzen ja eher wieder auf- als abgebaut werden, da wollen die Festivalmacher zum Nachdenken anregen. Und das gibt's aber nur in Sachsen. Da stehen nämlich 5 Männer vor der Tür, um ihren Baum wegzutanzen. Und klar, dass da viele nicht Nein sagen können, wenn dieser besondere Abholservice vor der Tür steht. Dankeschön, Stefanie. Ja, die Kinder, die lieben es. Playmobil. Und viele können davon nicht genug bekommen. Gerade jetzt zu Weihnachten, da stand ja das Spielzeug wieder ganz oben auf dem Wunschzettel. Noch ein Set und noch ein Set und noch eins. Es gibt ja auch ständig was Neues und ausgefallene Figuren und Welten. Im Schloss Altenburg in Thüringen, da gibt es jetzt eine Sammlung zu bewundern, die Playmobil-Fans unbedingt sehen müssen. Tja, apropos Staunen, lässt uns ja derzeit auch das milde Wetter. Und hier sind die Aussichten. So, und bei dem Wetter, da hilft ein heißer Tee oder so ein Tässchen Kaffee. Das ist ja heutzutage kein Problem. In der DDR, da war Kaffee aber Mangelware und qualitativ eher, ja, bescheiden. Hier für Sie, dann bei MDR um 11. So, und wir wünschen Ihnen jetzt einen schönen Tag und wir sehen uns dann morgen wieder und dann auch mit unserem Reisereporter Michael Wenke. Tschüss!